Bevor das Video startet, wollte ich mich nochmal von Herzen für 3000 Abonnenten bei euch persönlich bedanken. Es ist wirklich heftig, euer Support zurzeit. Ich hätte nie gedacht, dass wir zu Anfang des Jahres 2020 überhaupt die 1000 Abonnenten-Marke knacken. Und wir haben sie geknackt, wir haben sie verdreifacht, wir haben jetzt mittlerweile 3000 Abonnenten. Es ist einfach wirklich geisteskrank. Vielen, vielen Dank für den Support. Der Grind wird auf jeden Fall genauso weitergehen und jetzt viel Spaß mit dem Video. Und damit, yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen beim Video auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Heute bin ich mir sehr, sehr sicher, dass wir im Video den ein oder anderen Nostalgie-Kick bekommen werden, denn wir zocken heute MW3. MW2, COD4 wollte ich eigentlich auch zocken, allerdings habe ich da jetzt keine Lobbys mehr gefunden. Deswegen zocken wir ganz easy die Remastered-Variante davon. Und zwar geht es um keine geringere Waffe als die M4-1, die wirklich fast auch in jedem Modern Warfare-Teil einer der besten Waffen war. Und natürlich werde ich im Verlauf des Videos noch das aktuelle Modern Warfare zocken, werde ich dort auch mein bestes Klassen-Setup zeigen. Wenn ihr mehr solche Waffen-Evolutions-Videos sehen wollt, schreibt mir auch gerne in die Kommentare. Und wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nichts in Zukunft verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo, da würde ich mega freuen. Und ich würde sagen, labern wir gar nicht so viel, wir sehen uns jetzt im Menü von COD4 Modern Warfare Remastered. Let's go! So, wir sind jetzt hier auf der Xbox Modern Warfare 4 Remastered, das ist am Start, ihr seht schon, die M4-1. Damals hatte man ja noch nicht die Möglichkeit, irgendwie viele Aufsätze auf die Waffe drauf zu machen, aber glaubt mir, Freunde, diese Waffe ist ein absoluter Laser und wirklich einer der besten Waffen in COD4 und auch COD4 Remastered. Ich würde sagen, wir labern gar nicht so viel, springen direkt in die Runde, let's go. So, Team Deathmatch auf Crossfire, ich muss sagen, diese Steuerung, beziehungsweise auch dieses Movement fühlt sich extrem langsam an, wenn man es mit Modern Warfare vergleicht, also mit dem aktuellen. Damals in Modern Warfare hatte man nicht wirklich viele Möglichkeiten, Streaks zu bekommen. Man hatte einfach nur die Drohne, den Luftschlag und den Heli. Mehr Möglichkeiten gab es halt einfach damals auch gar nicht. Bleib stehen. So, Heli ist am Start. Let's... Ach, Digga. Ich habe mir das Ganze auf jeden Fall so gedacht, da wir wirklich jeden Modern Warfare Teil spielen und einfach die M4 in jedem Teil ein bisschen testen werden, dass wir die Waffen auch quasi von 1 bis 10 bewerten werden und ich dann einfach so kurz bevor ich in das nächste Game wechsle, einfach die Bewertung abgebe. Ihr könnt natürlich auch gerne mitmachen, falls ihr die alten CODs gezockt habt. Falls ihr die alten Modern Warfare Teile nicht gezockt habt, könnt ihr natürlich gerne trotzdem mitmachen und die Waffen quasi vom Aussehen bzw. vom das, was ihr jetzt hier in den Gameplay seht, ein bisschen bewerten. Würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu einfach in die Kommentare. Und falls ihr mehr solche Videos sehen wollt von Evolutionen von irgendwelchen Waffen, denn es gibt ja auch viele Waffen, die es auch in mehreren Call of Duty gibt, wie zum Beispiel die MP7, die es in MW3 gibt, in Black Ops 2 und im aktuellen Modern Warfare. Diese Waffe hat einfach keinen Rückschuss. Das ist so heftig. Ich habe nicht mal Aufsätze auf der Waffe und sie hat einfach so gut wie keinen Rückschuss. Oh Mann, ich muss sagen, ich liebe einfach damals diese Schreie von diesen ganzen Charakteren in den alten Call of Duties. Das Ganze gehört auf jeden Fall zu der Nostalgie von den einzelnen Games immer dazu. Digga, es ist einfach die beste Pistole, die M9. Sie hat einfach keinen Rückstoß. Ich glaube, nachdem sie gecheckt haben, dass Infinite Warfare nicht wirklich gut ankommt, haben sie auch schnell gemerkt, sie müssen den Fokus ein bisschen mehr auf Modern Warfare Remastered legen. Und das haben sie auch wirklich gemacht. Man hat wirklich so viele DLC-Waffen, so viele Sachen, die es auch im Shop dort gab. Oh, dieser Sound! Dieser Sound, habt ihr ihn gehört? Ah, oh, die Barrett. Overground ist wirklich auch eine ganz schlimme Map. Die Leute sitzen ja gefühlt wirklich überall und du kannst sie halt auch einfach fast nicht sehen, weil jeder einfach gefühlt so aussieht wie die Map. So sieht das Ganze dann auch ungefähr aus mit den Campern. Auch wenn man jetzt im originalen COD4 sehr, sehr wenig Lobbys findet, beziehungsweise ewig warten muss, bis man eine Lobby findet, ist dieses Game auf jeden Fall auch eins der besten CODs, die wir damals hatten. Und die Mates? Oh, die Mates werden so sch... Er campt sie so hart weg. Er ist der größte Camper. Ich habe seine Waffe gesehen. Was war das denn? Mir ist auch gerade aufgefallen, ich habe auf der Zweitwaffe eine Tarnung drauf, die vom Style ein bisschen eher ähnelt wie die Obsidian-Tarnung, die wir aktuell in Modern Warfare haben. Und diese Tarnung sieht auf jeden Fall heftig aus. Ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass in MW die Obsidian-Tarnung noch ein bisschen verbessert wird, dass man quasi noch, ja, eventuell diese Steine noch ein bisschen mehr sieht. Es bricht mir mein verdammtes Herz, mich davon zu trennen. Setz es bloß gut ein. Ach, scheiß drauf. So viel auf jeden Fall zu der MP1 aus Modern Warfare Remastered, beziehungsweise auch aus COD4. Die Waffe hat auf jeden Fall so gut wie keinen Rückschuss. Ist eine der stärksten Waffen in Remastered, beziehungsweise in COD4. Ich persönlich würde dieser Waffe 7 von 10 Punkten geben. Wie gesagt, wir wollen das Ganze so machen, dass wir in jedem COD, das wir heute zocken, die Waffe bewerten. So viel auf jeden Fall zu COD4. Und jetzt, Leute, vertraut mir einfach. Schließt eure Augen für das nächste Call of Duty. Stellt euch vor, es ist das Jahr 2009. Ihr kommt von der Schule nach Hause, startet die Konsole und hört dieses epische Intro. Modern Warfare
2, wirklich eins der besten Call of Duties aller Zeiten. Ich versuche jetzt im Multiplayer einfach mal eine Lobby zu finden. Die MW1 ist natürlich auch wieder am Start. Auch in MW2 war die MW1 wirklich eine sehr, sehr starke Waffe. Wir versuchen jetzt eine Lobby zu finden. Leider sind anscheinend auf der Xbox nicht mehr so viele Leute online, die das Game aktuell noch zocken. Sehr, sehr schade. Ich werde natürlich jetzt noch ein bisschen weiter warten und gucken. Ich will doch nur spielen. Eine Lobby. Die Runde ist vorbei. Komm schon, bitte, bitte. Ich hab so Bock auf MW2. Ah, Verwähler, wirklich. Ich hab gerade absolut Gänsehaut, Leute. Dieses Game, es war einfach so nice, damals zu zocken. So, hier haben wir auch die MW1. Diese Waffe gibt's ja auch in Modern Warfare 2 Remastered in der Kampagne, die man sich auch für das neue MW holen kann. Ich bin jetzt gespannt, wie ich so klarkommen werde. Ich habe ewig kein MW2 mehr gezockt. Die Waffe hat halt wirklich echt weniger Rückschuss als die erste M4 aus Modern Warfare Remastered. Let's go! Ich glaube, jeder, der das Game damals aktiv gezockt hat, fühlt das Ganze gerade genauso wie ich. Damals MW2, MW3, die alten COD-Teile. Ja, chillt. Nein, Shotgun. Ah, sie kommt auf jeden Fall an die 725 ran. Beziehungsweise die 725 kommt einfach an die Spaß 12 ran. Das große Problem, was wir aktuell in Modern Warfare haben, ist einfach Skill-Based Matchmaking, dass man keine halbwegs spielbaren Lobbys findet. Jeder schwitzt gefühlt um sein Leben, weil es halt auch einfach im Endeffekt alles gleich gute Spieler sind. Bin mir auch zu 100% sicher, wenn es jetzt zum Beispiel in MW2 Skill-Based Matchmaking geben würde, dieses Game auch gar nicht so gut angekommen wäre. Let's go. Das soll in keiner Art und Weise irgendwie sagen, dass MW2 ein schlechtes Call of Duty ist, sondern soll einfach sagen, dass Skill-Based Matchmaking so gut wie jedes COD einfach komplett töten würde. Dieses Geräusch von dem Heli ist einfach anders heftig. Herrschaft auf Invasion, eine Map, die es auch im neuen Modern Warfare theoretisch geben könnte. Allerdings steht da nur das Grundgerüst und die Map befindet sich neben Euphrates Bridge. Ich muss sagen, die M4 hier in dem Game ist noch ein bisschen stärker als die aus COD4. Also beide Waffen sind natürlich sehr, sehr stark, aber diese Waffe ist, glaube ich, noch ein bisschen stärker. Oh nein. Ah, das war natürlich auch ein großes Problem, was MW2 hatte. So viele Leute haben einfach mit dem Granatwerfer gespielt. Ihr habt gesehen, ich habe das gerade einmal benutzt und direkt einen Kill gemacht. So viel auf jeden Fall zur M4-1 in MW2. Also ich würde dieser Waffe auf jeden Fall eine 9 von 10 geben. Schreibt auch gerne eure Meinung dazu wieder in die Kommentare. Wie viel würdet ihr M4-1 aus MW2 geben von 1 bis 10? Ihr erinnert euch bestimmt an das, was ich eben gesagt habe, kurz bevor wir MW2 gestartet haben. Genau dasselbe gilt hier wieder. Schließt eure Augen und genießt einfach. Call of Duty Modern Warfare 3, mein persönlich absolutes Lieblings-COD. Natürlich liegt das auch daran, vermutlich, dass es mein erstes COD war. Das Menü ist einfach aufgebaut. Wir haben viele, viele coole Waffen in dem Game, unter anderem MP7, ACR, UMP45. Und natürlich gibt es wieder die M4-1, die wir jetzt uns direkt in-game anschauen werden. Und wir sehen uns in der Runde. Let's go! So, nach 20 Minuten haben wir jetzt auch endlich in MW3 eine Lobby gefunden. Und wir zocken direkt mit der M4-1, direkt der erste Kill. Die MP1 in MW3 war eine Waffe, die gar nicht so gut war. Es gab in MW3 viele Waffen, die absolut stärker waren, wie zum Beispiel die ACR, die MP7. Aber es war trotzdem natürlich nicht so, dass die Waffe jetzt irgendwie komplett schlecht war. Man konnte auf jeden Fall mit der Waffe spielen, aber natürlich hatte man trotzdem Vorteile, wenn man zum Beispiel mit der ACR gespielt hat. In MW3 ist es natürlich auch wieder so mit der M4, dass die Waffe so gut wie keinen Rückschuss hat, also sie ist wirklich sehr, sehr präzise. Die ganzen Multiplayer-Maps in MW3 sind wirklich fast alle perfekt geworden, alle sind so in diesem 3-Wege-System aufgebaut, relativ schlicht gehalten und man hat eigentlich eine gute Übersicht auf jeder Map. Natürlich hat man ein paar Ausnahmen, die etwas größer sind und jetzt nicht so unbedingt beliebt sind, aber trotzdem im Großen und Ganzen kann man diese Maps in MW3 wirklich alle sehr, sehr gut spielen. Ihr könnt mir auch gerne mal in die Kommentare schreiben, mit welchem Call of Duty ihr damals angefangen habt. Bei mir war es ja, wie gesagt, MW3. Damals war das Ganze einfach noch komplett anders, man war gefühlt stolz, wenn man irgendwie einfach nur eine Predator-Rakete erreicht hat. Also ich glaube, die sind anscheinend einfach komplett tot auf der Xbox leider. Also das wäre es auf jeden Fall von der MW1 aus Modern Warfare 3. Wie gesagt, die Waffe ist nicht ganz so stark wie die anderen M4s aus MW1 und aus MW2, muss ich persönlich sagen. Deswegen kriegt die Waffe von mir 6 von 10 Punkten. Wie gesagt, schreibt eure Meinung dazu auch gerne wieder in die Kommentare. Aber natürlich kann man die Waffe trotzdem gut spielen. Sie hat so gut wie keinen Rückstoß und ist auf jeden Fall eine sehr, sehr stabile Waffe. Und ich würde sagen, kommen wir zum aktuellen Modern Warfare mit der aktuellen MW1. So, das ist auf jeden Fall meine MW1-Klasse in Modern Warfare. Aktuell benutze ich bei der MW1 den M16 Grenadierlauf, einfach für die effektive Reichweite, die Kugelgeschwindigkeit und die Rückschusskontrolle. Dann beim Schaft habe ich eingestellt ohne Schaft, beim Unterlauf den Kommando-Vordergriff, dann das 50-Schuss-Magazin und das gemusterte Griffband. Und ich würde sagen, labern wir gar nicht so viel, wir sehen uns in der Runde. Let's go.
Man kann wirklich über Modern Warfare sagen, was man will, aber dieses Gunsmith-System ist einfach extrem heftig. Man hat wirklich so viele Möglichkeiten, aus Waffen irgendwelche anderen Waffenvarianten zu machen. Ich glaube, das beste Beispiel hier ist einfach die AK-47. Man kann theoretisch die AK-74U machen, das RPD, das RPK. Also so viele verschiedene Möglichkeiten aus einer einzigen Waffe und das ist schon wirklich extrem heftig. Das Ding ist halt, Modern Warfare hat so viel Potenzial, das Game kann so viel Spaß machen, wenn man halbwegs vernünftige Lobbys bekommt, beziehungsweise durchschnittliche Lobbys. Aber durch Skill-Based Matchmaking ist das Game einfach für die meisten Spieler einfach unspielbar geworden, weil einfach das Resultat daraus ist, wenn gleich gute Spieler aufeinandertreffen, irgendwann der eine anfängt zu campen und dann im Endeffekt campt dann die ganze Lobby, jeder aimt alles ab und der komplette Spielspaß geht verloren. Das Prinzip von Skill-Based Matchmaking ist ja eigentlich vollkommen in Ordnung. Meiner Meinung nach sollte Skill-Based Matchmaking nicht in einem ganz normalen Multiplayer sein, sondern eher in sowas wie Competitive bzw. in Ranked Games. Dort macht das Ganze auch Sinn, wenn gleich gute Spieler gegeneinander spielen. Aber wenn man jetzt einfach Just for Fun spielen will und jedes Mal gegen gleich gute Gegner spielt, ist wie gesagt das Endresultat, dass einer anfängt zu cappen oder Spielspaß geht für die meisten Spieler einfach komplett verloren. So, das war's jetzt auch von der MP1 aus dem aktuellen Modern Warfare. Wie gesagt, diese Waffe ist absolut vielfältig, extrem stark, mit die stärkste Waffe im Game. Deswegen bekommt die Waffe von mir auf jeden Fall eine 10 von 10. Die Waffe ist im Multiplayer ein absolutes Biest, die Waffe ist im Warzone-Modus ein absolutes Biest und deswegen in meinen Augen auch absolut verdient diese 10 von 10. Schreibt wie gesagt auch hier wieder eure Meinung zu der MP1 in die Kommentare, 1 bis 10. Und das wäre es auf jeden Fall von der Evolution von der MP1 in Modern Warfare. Ich hoffe, euch hat dieses Format gefallen. Falls ja, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts in Zukunft verpassen wollt, wie gesagt, lasst auch gerne ein kostenloses Abo, da würde mich mega freuen. Danke nochmal von Herzen für 3000 Abonnenten. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und Leute, das wäre es von mir. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.